Und herzlich willkommen zu einer neuen Soundmod-Vorstellung. Diesmal von Kriechbaum sein Scania V8 Sound. Ja, den hat er geupdatet für die Version 1.37 Beta. Jetzt habe ich mir fast auf die Zunge gebissen. Version 1.37 Beta. Und ja, den wollen wir uns heute mal anhören. Knackig, wie man halt der Sound, ne? Kennt man. Seit Jahren schon. Mal Scheibe runterlassen hier. Wo sind sie? Nee, hier, wo sind sie? Ach, hier beim R&L geht ja das eigentlich offiziell nicht, nur so ein bisschen. Also man sieht es nicht, aber es funktioniert. Oh, herrlich. Oh, da kriegt man Latte, oder? Man muss auch dazu sagen, ich finde es jetzt gerade aktuell schade, denn die ganzen Trucker-Treffen werden abgesagt. Und naja, das ist irgendwie ein bisschen doof. Das ist irgendwie gerade ein bisschen doof, weil, naja, daher kennt man das ja, ne? Schön Trucker treffen und dann, der eine oder andere kennt ja meine Videos. Oder guck mal bei Trucker Channel Nord auf YouTube, habe ich auch abonniert, da seht ihr auch ganz oft diese Sounds, ne? Müsst ihr mal reingucken, der hat auch schon ein paar tausend Abonnenten und gleich mal Werbung gemacht hier in eigener Sache, aber da kann man mal schön reingucken, ne? Richtig hochdrehen lassen hier. Na, es gibt einfach nichts Geileres. Kannst sagen, was du willst. Und ja. Aber finde ich klasse, dass Kriechbaum das jetzt geupdatet hat für die Version 1.37. Macht natürlich echt Laune, hier damit rumzufahren. Ne? Es gibt irgendwie nichts Vergleichbares, oder? Kennt jemand was, was vergleichbar ist, wo man sagt, das ist richtig geil? Das ist so eine Alternative zum V8 Sound von Kriechbaum. Also ich kenne keinen. Und jetzt durch die 1.37, ihr wisst das selber, das ist mit diesem F-Mod, Sound-Mod, ja, ist so eine Sache. Aber wenn man dann hier solche Sounds-Mod hat, ne, und mit den ganzen Umgebungsgeräuschen und dann, auch wenn ich in der Außenansicht bin, mit den Windgeräuschen vom Fahren hier, dann kommt es richtig gut rüber. Also das finde ich schon gut, ne. Gib ihm die Luzi hier. Bombe. Kannst sagen, was du willst. Herrlich. Herrlich. Funktioniert übrigens bei allen Original SCS Scania sowie den Scania RJL. Wie ihr gerade hier seht im Video, den nutze ich nach wie vor. Ich habe da echt null Probleme. Natürlich, klar, das Fenster öffnet sich nicht, aber darauf ist erstmal meiner Meinung nach geschissen. Wie ich so schön sage, das ist mir echt Bockwurst jetzt auf das Fenster. Hauptsache, ich kann den RJL aktuell noch nutzen. Und ja, deshalb stört mich das jetzt hier ehrlich gesagt nicht. Ne? Aber muss jeder selber wissen, klar. Und ja. Ansonsten gibt es nicht mehr viel hinzuzufügen. Ladet euch diesen scheiß Mod runter, der ist echt Bombe. Ne? Da müsste man fast 1000 Daumen da lassen. Echt. Wenn ich so viel hätte, würde ich sofort 1000 da lassen. Ey. Der ist echt mega, der macht echt Laune. Habt ihr noch Fragen zu diesem schönen Soundmod und dürft es gerne machen, einfach kommentieren. Ansonsten lasst einen Däumeling da, zeigt Kriechbaum, dass der echt geilo ist. Dann freut er sich natürlich, ne? Ein drittes Ei. In diesem Sinn, viel Spaß mit dem V8 Sound für den Scania RJL, SCS Scania und. Und dann wünsche ich viel Spaß damit, ne? In diesem Sinn, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und ciao. Mensch, richtig Akku hier, ey.